Moin moin liebe Leute, willkommen in meinem kleinen Zoo. Dieser soll aber heute ein bisschen wachsen, so klein soll er gar nicht bleiben. Wir wollen ein neues Gehege bauen und da wollen wir ein paar Tierarten reintun. Dafür haben wir aber schon mal ein paar kleine Vorbereitungen im Off gemacht. Und zwar ist zum einen das Tierhandelszentrum hier weg, das hat die Gäste nämlich gestört. Das steht jetzt hier hinten. Dann sind die Wege breiter geworden, wie ihr sehen könnt. Hier gab es nämlich einen Stau auf dem Stück und wir wollen ja später, dass auch Leute hier einfach durchlaufen, die nicht links und rechts schauen wollen, und das ging schon gar nicht mehr. Und wir haben Geldautomaten, zwei Stück hier hingestellt, damit die Leute auch schön Geld ausgeben können in dem Zoo und nicht nach Hause müssen, weil sie pleite sind. So, wir gucken mal ins Tierhandelszentrum rein. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal drei Wildhunde hier reingetan, denn es gab Probleme, die sind mittlerweile erwachsen. Und ich darf ja nur ein männliches Tier im Rudel haben und da hat es Rangeleien gegeben. Insofern habe ich die schon mal hierher geschickt. Und da, das werden die Tiere sein, mit denen wir unser neues Gehege starten. Die Thomson-Gazelle. Und ich würde jetzt einfach sagen, die hier schicken wir mal in den Handel. Das sind natürlich goldene Tiere. Ich würde da jetzt einfach mal reingucken, was die so bringen. Die nehmen wir mal weg. Wir nehmen den Wildhund mal rein. Nur die Männchen. Suchen mal. Ist nicht so mega viel. 45, 48, oje. Ich hätte gehofft, das wird ein bisschen mehr. 50. Jetzt ist die Frage, wie gut die natürlich sind in ihren Stats. Ja, was soll's. Wir hauen sie jetzt einfach weg. Sie müssen eh raus. Handel 49 ist dann ein guter Preis. Ich folge mal den Empfehlungen. So, ich nehme ja alles, was ich kriegen kann an Punkten. Ja, das sind gute Tiere. Eieieiei. Na gut. Mich wundert, sie sind in der Tat noch hier im Gehege drin, obwohl sie im Handelszentrum sind. Da geschieht irgendwas Dummes. Da müssen wir vielleicht mal nachgucken. Irgendwas ist hier ein bisschen buggy. Aber das stört uns jetzt mal nicht. Wir wollen das Gehege bauen für unsere Thomson-Gazellen. Aber wir gucken noch mal in das Zoo-Wiki rein, in die Zoopedia. Denn, ich habe ja gesagt, mehrere Arten. Das geht ja gut. Die Thomson-Gazelle, die profitiert nämlich vom Zusammenleben mit vielen Arten. Und, wo ist sie? Hier. Die will erstmal 425 Quadratmeter haben. Kein Wasser, nichts zum Klettern. Auch Grad 2 Barriere, Höhe 1,25. Kriegen wir hin. Temperatur ist kein Thema hier. Wir wollen mindestens drei Tiere in einer Gruppe haben. Da fehlt uns noch eins. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ein Männchen, wieder das gleiche, bis zu 35 Weibchen. Und sie verträgt sich sehr gut mit diesen Tieren hier. So, ich habe im Vorfeld schon mal geguckt. All diese Tiere, abgesehen von der Gazelle, vertragen sich noch mit dem Steppenzebra. Gucken wir mal. Hier. Aber die Gazelle profitiert davon nicht. Jetzt ist die Netzgiraffe, wie ich rausgefunden habe, ein Tier, das ein sehr großes Gehege braucht mit 1306. Das heißt, ich würde daher gehen und sagen, da die Gazelle nicht mit dem Zebra oder nicht vom Zebra profitiert, würde ich mit Zebra und Giraffe ein eigenes Gehege machen und kann die Giraffe hier in der Betrachtung außen vor lassen. Das heißt, das neue Gehege wird dann die Gazelle, den Strauß, den Büffel, die Antilope, das Gnu, Warzenschwein und Springbock beinhalten irgendwann mal, wenn ich alles beisammen habe. Aber ich will es jetzt von der Größe schon richtig auslegen. Wenn ich jetzt also dahergehe und sage, das muss so groß sein wie die Summe aller, ja, Gehege für die einzelnen Arten, dann wäre das, wenn ich das richtig gerechnet habe, 3095 Quadratmeter. Das habe ich schon mal vorgerechnet. Und zum Vergleich, dieses Gehege hier hat eine Größe von 1468, also ja, ein bisschen mehr als doppelt so groß. So.
Ich würde das gerne hier hinten dran bauen. So, hier bis zum Rand, hier hin. Und auch gerne mit einem, ja, mit so einer Brücke, ne, dass die Leute darüber gehen können. Ich muss aber irgendwie noch diese Gebäude hier weiter verstecken. Und da haben wir doch hier einen schönen Baum. Den duplizieren wir einfach mal. Er hat doch die geeignete Größe, oder? Das sieht doch gut aus. Noch ein drittes Exemplar und dann ist doch dicht. Okay, dann nehmen wir den Weg. Machen ihn auch mindestens mal 6 Meter breit und er soll mal einfach hier losgehen. Und soll mal steil nach oben. So, und ich denke, das reicht von der Höhe. So. 90 Grad Winkelausrichtung ist mir jetzt zu blöd. Machen wir noch mal ein bisschen zurück. So. Und hier soll er mal abgehen. Das war jetzt nichts. Okay. Das lassen wir jetzt mal so. Und jetzt hauen wir mal ein Gehege hier hin. Wir brauchen Grad 2, aber ich glaube die Büffel, wenn ich da so richtig drüber nachdenke, die brauchen mehr. Deswegen schauen wir doch schon mal rein. Die brauchen Grad 3, höher als 1,25. Okay, kriegen wir hin. Dann schauen wir mal. Und hier kam ein Tipp von der Venuselbe. Hier steht nämlich auch der Widerstandsgrad dabei. 5, 2, erklimmbar. Ich glaube, das gab es in der Beta noch nicht, diese Informationen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen besser. Oder ich habe sie damals noch nicht gesehen. Deswegen, Holzstämme sind gar nicht schlecht. Und dann fangen wir damit einfach mal an. Neun Meter Länge brauchen wir jetzt hier gerade mal nicht. Wir müssen hier einmal unten drunter durch. So, das können wir irgendwann noch mal ein bisschen schöner anpassen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie groß das Ganze hier wird. Also wie gesagt, mindestens so 3000 sollten sein. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist das natürlich nicht schlimm. Jetzt haben wir es natürlich auf 7 Meter gelassen, die Länge. Das ist jetzt okay. Gehen wir einmal hier auf 5 rüber, damit das hier ein bisschen besser passt. Ich will noch nur drehen. Und jetzt bin ich gespannt, wie groß das ist. Wir machen noch einen Gehegeeingang hin. Mache ich mal nach hier so ungefähr, ja. Dann können wir nämlich von hier einen Mitarbeiterweg runterziehen und hier nochmal ein bisschen Stromversorgung und so ein Krimskrams dahinstellen. So. Oh, ist das groß. Das ist ja richtig viel zu groß. Das sind ja mindestens 5000, oder? Ja, lag ich richtig. Damit ist es viel größer, als es sein sollte, aber das ist auch nicht schlimm. Ah, dann können die Tiere sich da drin halt ein bisschen austoben. Na gut. Jetzt machen wir erstmal die Versorgung hier mit den externen Gebäuden. Nee, das gefällt mir nicht. Ach, da müssen wir nochmal höher gehen. Ach, jetzt habe ich gerade einen Knick in der Optik, ne? So.
Da können wir nochmal hier schon steiler gehen, oder? Ja, das hat jetzt mal genau wieder nicht hingehauen. So. So ist gut. Okay. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein paar Einrichtungen hinhauen. Wir fangen an mit der Tierpflegerhütte. Jetzt gucken wir mal, dass der Mitarbeiterweg auch dran passt. Den machen wir ein bisschen schmaler. So, perfekt. Das haben wir. Wir nehmen noch mal eine neue Werkstatt mit hin. Muss natürlich auch schön passen hier. Jetzt habe ich die Rasterung nett an. Ah, jetzt hat es das aber verstanden. Okay. So, perfekt. Werkstatt haben wir. Dann nehmen wir einen Mitarbeiterraum. Müsste mal irgendwie, ich will das in diese Baugruppe hier rein haben. Ach, kein Strom, das ist natürlich ein guter Tipp. Dann können wir da auf jeden Fall auch ran. Nur ein Objekt. Wie kriegen wir die denn in eine Gruppe rein? Das müssen wir nochmal sehen. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Gruppe auswählen. Aber doch. Ah ja. Ich denke, wir bauen es jetzt nochmal neu. Vielleicht klappt es dann. Irgendwie sollte das doch dieser Baugruppe zugebucht werden. Star auswählen, das hilft mir hier nicht. Naja, wir machen es jetzt einfach mal. Das Thema Baugruppen muss ich mir nochmal in Ruhe im Off anschauen. Und jetzt bauen wir das Ding auch richtig rum. Okay, jetzt kommt, machen wir einfach weiter. Tun so, als wäre nichts gewesen. Der Strom kommt noch dran. So, dann machen wir ihn einfach direkt hier so schön hin. Baugruppe 35, super, das soll eigentlich eine werden. Ist jetzt aber auch egal, kümmert mich jetzt nicht. Dann die Frage, ob wir hier nicht irgendwann noch eine größere Tierpflegerhütte brauchen. Machen wir jetzt im Mitarbeiterraum. Bauen erstmal den Weg. Der sollte eigentlich auch 90 Grad haben, das hat er aber jetzt nicht. Ach ja, jetzt? Wollen wir jetzt vielleicht?
gucken wir mal. 34, 35, 32, naja. Gerade ein bisschen unschlüssig, wie das werden soll. So, ist das ganz okay? Ach, die rastern jetzt mal zusammen, oder wie? Ja, das ist doch schon mal was. Da müssen wir noch mal ran. Das gefällt mir noch nicht. Tierarztpraxis ist gut. Jetzt können wir hier den Weg insgesamt ranbauen. So. Müssen das Ganze nachher noch schön mit ein paar Bäumen hier optisch abgrenzen. Okay, das ist das Gehege. Hier ist schon mal der Eingang, Strom ist da. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Arbeitsbereich und alles, bevor wir die Tiere hier reinlassen. Wir nennen das erstmal um Afrika Groß Gehege. Genau, so soll das heißen. Und jetzt habe ich ja von der Venus-Elbe gelernt, dass wir die Gebäude in den Arbeitsbereich mit reinnehmen müssen. Dann machen wir das auch. Wir machen einen neuen Arbeitsbereich. Der hier ist ohnehin nicht mehr sinnvoll. Wildhunde machen wir auch nicht mehr separat. Wir machen einen neuen. Und da geht jetzt das hier alles rein. So, den nennen wir genauso Afrika Großgehege. Okay. Und suchen uns jetzt mal ein bisschen Personal dafür. Wir brauchen einen Tierpfleger. Wir brauchen Tierhandel, genau, da kriegt man auch Personal. Einen Zoopfleger. Wir nehmen noch einen Techniker und einen Tierarzt. So. Naja gut. Wir können es auch hier zuordnen. Einer soll bitte hier aufräumen und sauber machen, der andere bitte im Großgehege. Ein Tierpfleger bitte für das Afrika-Großgehege. Natürlich auch einen Techniker. So, Sicherheitsdienst, der hat jetzt noch keine Zuweisung, der soll überall hin. Verkäufer haben auch noch keine. Dann erforscht. Lorenzo, der kümmert sich jetzt hier um das Afrika-Gehege. Dann haben wir das schon mal. So, das ist insgesamt hier doch sehr hoch. Es wäre auch tiefer gegangen, aber das ist in Ordnung, dann stören wir die Tiere nicht so doll. Wir könnten jetzt dahergehen und könnten mal so ein paar Holzstämme mit Fenstern ausstatten. Ich kann jetzt keinen Maschendraht nehmen, sonst kommen die Kaffernbüffel irgendwann raus. Wie kriegen wir das hier hin? Fenster, Glas. Ja, sehr schön. So, dann braucht man natürlich Spendenbüchsen. Und Mülleimer.
brauchen wir insgesamt mal ein paar mehr. Bändenbüchsen. Eine hier. Eine da. Eine mal direkt hier in der Mitte. Da muss auch noch ein Mülleimer hin. So. Und jetzt können wir noch mal ein paar Lerntafeln hier hinbauen. Wo stellen wir denn die hin? Was lebt denn hier drin? Das Erste, was hier drin leben wird, ist die Gazelle. Also werden wir die schon mal anschlagen. Oh, ich habe sie noch nicht. Die müssen wir erst transferieren. Dann können wir das noch gar nicht machen. Dann kümmern wir uns erst nochmal um das Innenleben des Geheges. Das ist natürlich ein bisschen wichtiger. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir nehmen die Gazelle hier mal als... schönes Tag. Ja. Einen großen Rückzugsort. Fangen wir damit mal an. Oh, der kostet Geld. Ich glaube, ich habe Tiere verkauft. Da ist was passiert. Das ist sehr schön. Stabiler Rückzugsort. Wir brauchen einen Futtertrog. Mal hierhin. Wir brauchen Schlafmöglichkeiten. Gazellen sind nicht so riesig. Machen wir einmal hier daneben in den Schatten. Da rein. So. Opa hat das Ding automatisch erkannt. Das ist schön. Wir brauchen Wasser. Nicht dahin. Weg damit. Ja, ja, ja. Weg damit. Also sowas. Einmal hier hin. So, Futter, Rückzug, Wasser, ein bisschen Gelände machen wir. 60% Größe machen wir mal 6. Und ziehen hier mal so ein bisschen was rein. Die Büffel brauchen Wasser, glaube ich, meine ich mal gelesen zu haben. Aber ich habe sie ja eh noch nicht. Wir sollten es trotzdem einplanen. Kaffernbüffel, da sind sie schon ausgewählt. Die brauchen 20 Quadratmeter Wasser. Kriegen wir hin. Machen wir ein bisschen kleiner. Senken es ein bisschen stärker ab. Und kommt hier neben rein. Das füllen wir auch gleich auf. Wunderbar, jetzt ist natürlich das hier ein bisschen dumm positioniert. Das bewegen wir einfach mal weg. Und mal hier zum Rückzugsort, damit sie es nicht so weit haben, wenn sie hier gemütlich chillen. Und ich bin so nett und tue dir natürlich auch hier nochmal einen Futtertrog rein. Oder zumindest daneben hin. So, Minimalanforderungen irgendwie erstmal erledigt. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Gelände hier machen. Machen wir mal ein bisschen random. Damit es ein bisschen hügeliger hier wird. Ein oder andere Tier wird es zu schätzen wissen, glaube ich. So, das wird noch ein bisschen geglättet. Und jetzt kommen hier an den See so ein paar Steinchen ran. Wir wollen das jetzt auch ein bisschen schöner hier machen. Das ist die Frage, was wir hier so alles haben, wie groß das alles so ist.
Oh. Jetzt natürlich ein bisschen groß. Nee, damit will ich nicht. Das will ich nicht. Was haben wir denn hier noch so? Alles so großes Zeug hier, oder? Der scheint klein zu sein. So, einfach ein bisschen was zum Klettern schon mal hin. Das können wir alles noch schöner machen, wenn ich mal eine Idee habe, wie das werden soll. So. Ich würde sagen, jetzt lassen wir sie mal rein, die Gazellen, und gucken mal, was die dazu sagen. Ja, sind alle drei weg, das ist ja geil. Okay. Einmal Afrika-Großgehege und... Jetzt müssen wir natürlich mal die Zeit laufen lassen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Hat jetzt keiner gerafft, was sie hier machen sollen. Gibt es ein Problem? Gibt es hier ein Problem oder gibt es hier kein Problem? Es geht gerade keiner los, um hier irgendwas zu tun. Ist irgendwie alles ein bisschen eigenartig hier. Doch, da kommen sie. Okay. Dann lassen wir es gut sein. Und sagen mal gleich Hallo. Na du? Herzlich willkommen. Ja, guck du mal. Guck mal ganz genau dein Gehege an. Und dann will ich gleich deine Meinung dazu wissen. Noch ein bisschen skeptisch, gell? Kleines bisschen skeptisch bist du noch. Na gut. Wir gucken uns das mal an, was mit deinem Wohlbefinden los ist. Du willst Erde haben. Das kannst du kriegen. So, noch mehr Erde. Ach, und schwupps ist alles grün, gell? Nur ein bisschen Erde war es gewesen. Bisschen kurzes Gras, das können wir auch noch machen, ja. Machen wir das lange hier weg. Das ist ja auch eher optional. Ach, da müssen wir keine Zeit verschwenden. Das ist gar nicht so schlecht. Pflanzen. Das ist natürlich jetzt der interessante Teil. Welche Pflanzen wollt ihr haben? So. Wir gucken nochmal Afrika und Graslandschaft. Antarktis. Können wir endlich die Affenbrotbäume bauen? Bringen die jetzt hier irgendwen weiter? Oh ja. Der ist ja schon mal ganz Bombe. Der kommt ja gut an.
Und wir stellen nochmal einen hier hin. So, Bepflanzung, da müssen wir noch was machen. Also, die sind schon mal die richtigen, das ist gut, aber wir können noch ein paar mehr. Was nehmen wir denn hier? Schirmakazie. Nehmen wir nochmal die kleine. Stellen da nochmal eine hier direkt das Häuschen. Volltreffer, das sieht doch gut aus. Okay. So, da die Besucher kommen, das ist schön. Wir gucken jetzt mal nach dem Tierwohlbefinden. Hier, das ist noch nicht so bombig. Was sagst du denn? Alles gut. Lebensqualität. Da müssen wir natürlich jetzt auch mal in die Forschung gehen, oder? So, und ich guck mal auf die Uhr. Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Das machen wir noch, sonst vergessen wir es auf jeden Fall. Ah ne, hier ist, glaube ich, die Tierforschung. So, Frederico, du wolltest das doch tun, ja? Die Gazelle erforschen, das ist schön. Und dann haben wir zumindest mal mit einer Minimalanforderung hier doch dieses Gehege einigermaßen auf die Beine gestellt. Hier hinten, das läuft jetzt, ja. Die Frage, ob wir noch weitere Tierpfleger brauchen. Was möchte ich als nächstes tun? Ich möchte hier Läden hinhaben, dass die Leute einmal sich hier wieder eindecken können, zur Toilette gehen können. Das müssen wir ein bisschen schöner abschirmen von der Öffentlichkeit. Wir könnten jetzt noch schnell die Bildungseinrichtung hier fertig machen. Das Ding falsch rum? Nee, aber es hat keinen Strom, oder wie? Es hat keinen Strom. Ah, sowas aber auch. Ist jetzt natürlich dumm. Dann reißen wir es hier nochmal ab und überlegen uns nochmal, ob das der richtige Fleck ist. Wie weit geht denn der Strom hier? Hier ist natürlich auch kein Stromgenerator mehr dabei. So, lasst uns nochmal überlegen, ob das in irgendeiner Weise hier noch machbar ist. Auch nicht gut, oder? Naja, das würde ich sagen, überlegen wir uns beim nächsten Mal. Da könnt ihr mir ja eure Meinung nochmal zu schreiben. Deswegen reißen wir es erstmal ab. So, und die Bildungseinrichtungen, die kommen dann in der Tat beim nächsten Mal. Jetzt will ich wissen, ob hier schon Geld irgendwie zusammenkommt. Ja, so langsam kommt da was zusammen. Es wird Nacht, das nächste Gehege ist fertig. Ach, das machen wir noch. Guck jetzt noch einmal rein, ich brauche noch ein Gazellenweibchen. Nicht jede Art, wir wollen nur die Thomson-Gazelle haben. Wir wollen auch nur die Weibchen. Gibt keine. Ach du Schreck, ach so, ja. Natürlich nicht in meinem Handelszentrum. Hier müssen wir nochmal ändern. Da ist es nicht der Wildhund. Da ist es die Gazelle. Ach, die sind doch günstig. Da können wir doch mal was Gutes holen, oder? Fruchtbarkeit, Immunität, die ist doch schon mal gar nicht schlecht. Die nehmen wir auf. Ah, da war jemand schneller. Wir aktualisieren die Liste nochmal. Wir aktualisieren. Funktioniert ja nicht so toll. Also, ich werde auf jeden Fall noch ein Weibchen kaufen bis zum nächsten Mal, das dann noch mit reinkommt. Und mal schauen, welche Art gleich noch hinzugesellt wird. Das könnte wahrscheinlich der Strauß sein. Dann haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. Und ja, wir hören an der Stelle auf. Ich sage danke fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal müssen wir noch hier diese Geschichte mit diesen Arbeitsbereichen klären. Das ist auch alles noch nicht so ganz richtig. Und das hier bei den Verkäufern auf jeden Fall auch. So, genug zu tun, langweilig wird es nicht.
Vielleicht mache ich davon auch einiges im Off, was einfach nur dumme Klickerei ist, die nicht so spannend ist für euch. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Dann werden wir sehen, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch ist immer cool. Und bitte wieder einschalten. Bis dann, euer Matze.